vorstellen. Es kann losgehen. Homecoming der Dresden Monarchs. Der Ball ist in der Luft. Weiter Kick. Geht über die Endzone und drüber hinaus. Touchback. Und die Comets beginnen an der eigenen 25. Wird bereits aufgestellt. Ja. Nur die Receiver sozusagen und der Running Back im Huddle. Enge Formation, drei Receiver auf der linken Seite. Bullock schaut über die Mitte, jetzt die linke Seite, vollständiger Pass, da ist das First Down. Reißt er sich nochmal schön los, macht schöne Yards nach dem Catch. Und da ist jetzt der Platz Richtung Endzone durchaus gegeben. Schafft er den? Ja, ja, den schafft er. Touchdown, 39 Yard Pass von Xavier Bullock auf. Jetzt muss ich die Nummer erstmal rausfinden. 22, Moore, Ashan Moore. Ja gut, das ist der Nummer 2 Receiver bei den Comets. Sehr schön gemacht, vor allen Dingen, nachdem er eigentlich schon fast getackelt wirkte, befreit er sich und dann spielt er seine ganze Schnelligkeit aus. Touchdown sehen wir dann gleich noch. Jetzt aber der Extrapunkt zunächst mal mit dem Quarterback als Holder. Der Snap war nicht ganz ideal, aber ich glaube, der Rest hat funktioniert. Jawohl, Extrapunkt ist gut. Damit kommen die Comets zuerst aufs Scoreboard. Hier sehen wir nochmal. Jetzt kommt der erste Tackle-Versuch. Der hätte theoretisch schon sitzen müssen. Ja, er steht ja schon. Ja, also und dann kommt der tot raus. Sie haben sich gegenseitig da behindert und dann. Zweiter Versuch, dritter Versuch. Und dann spielt Ashan Moore wirklich seine Schnelligkeit aus und hat den besseren Winkel. Ja, da kommt Angelo zurück, nicht mehr rechtzeitig ran und deshalb ganz klasse vorgetragener Touchdown. 7:0 aus Sicht der Comets. Ganz offiziell 0:7. Erster Spielstand auf dem Scoreboard. Das ist ja sogar mehr als das, weil wir waren ja von 15 hast gekommen. Recht. Ja. Aber die Strecke, aber es ist jetzt Nico Barrow, der die Endzone kommt. 7 Yard Lauf von Nico Barrow. Touchdown Monarchs. Der erste Touchdown der Monarchs im neuen Heinz-Meyer-Stadion. Glückwunsch dazu. Und die Offense der Monarchs hat antworten können. Fehlt uns noch zum Ausgleich ein Punkt, nämlich der, den jetzt Florian Finke probieren wird. Der sogenannte Try. Kick durch die Torstange, um einen extra Punkt zu erhalten. Holder sollte Erik Seidel sein. Der bekommt jetzt den Ball. Etwas hoch, aber gut gemacht. Und der Kick sieht auch gut aus. Also die Monarchs gleichen aus zum 7:7. Damit holen die Monarchs diesen Nachteil wieder zurück, was die Turnovers angeht. Ja, da steht es jetzt 1:1. Und es gibt den tiefen Pass auf Ricky Smalling in der Endzone. Der fängt den Ball. 31 Yard Touchdown Pass von Kareel Lyles auf Ricky Smalling. Aber die Frage ist, die Schiedsrichter haben ihn noch nicht gegeben. Der war definitiv drin. Der war definitiv drin. Aber er hat ihn eigentlich sicher gehabt. Touchdown Monarchs! Bloß gut, muss ich das jetzt nicht wieder rausnehmen. Wartet auf den Snap und den holt durch Erik Seidel. Snap ist gut, Kick ist unterwegs und sieht auch gut aus. Und die Monarchs bestrafen den Fehler der Allgäu Comets sofort. Also beide Turnovers resultieren in einem Touchdown. So, drei Receiver links, einer rechts. Lyles schaut auf die linke Seite, jetzt über die Mitte, da ist völlig frei. Vincento, der fängt den Ball. Touchdown Monarchs. 9-Yard-Pass von Kareel Lyles auf Vincento. Snap ist da, Hulk steht gut. Kick ist sehr straight durch die Mitte und passt. Spielzug freigegeben. Cento als Teil links, zwei Receiver links, einer rechts. Lyles Ball an Nico Barrow, schöne Lücke da und er macht da die Boots. Und das ist der freie Weg in Richtung Endzone. 25 Yard Lauf, Nico Barrow, Touchdown Monarchs. Der Lauf war mal richtig nice. Den gucken wir uns dann gern nochmal an. Das sah am Anfang gar nicht so aus, der Lauf in die Mitte rein. Sah aus wie für 5-6 Yards vielleicht. Und dann macht er dort 2-3 Moves und ist nach rechts komplett frei. Wieder Florian Finke. Der Kicker der Monarchs. Und auch der sieht gut aus, oder?
Ja, das zeigt es an, ja, Gott sei Dank. Ja, aber wann kommt denn mal das Zeichen? Mein, was war denn jetzt mit den Mechanics los hier? Kompletten Pass verhindert. Dritter und 6. Andy Beckfield, 5-7. Bullock schaut nach links, jetzt geht er nach rechts. Nach jetzt kriegt er wieder Druck. Und da ist der Ball frei, der ist aufgenommen. Der wird retourniert zum Touchdown. Jonas Schultes mit dem Double Return Touchdown. Wow. Also jetzt haben sie mal alles aufs Feld gebracht, obwohl Gandhi noch in der Motion war. Also er hat seine eigene Position nochmal verschoben. Und das Ganze sieht sehr solide aus. Jetzt kriegen wir auch das Zeichen wieder. Extra Punkt ist gültig. Noch gut gemacht von den Comets. Wir sind an der 11-Yard-Linie, neuer erster Versuch. Ball an Nico Barrow, der tankt sich da durch, hat den Schuss in die Endzone, kommt in die Endzone. 11-Yard-Lauf, Nico Barrow. Eieiei. Und der macht jetzt erstmal hier den Rückwärts-100-Meter-Lauf. Vom Ziel zu den Startblöcken. Aber das ist ja cool, wenn Backup-Receiver den Starting-Quarterback bekommen, ja. Ist ja gut. Ne? Also meine Vermutung. Das wäre unsere Vermutung und Hoffnung, ja. Sagen wir so. Extra-Punkt-Versuch. Florian Fink ist tiefer snappt diesmal. Ist aber das noch doch gut gegangen? Ja. 18, nee, an der 23. Die 23 war nach einer Minute jetzt im der ersten Halbzeit. Pass über die rechte Seite, völlig frei. Anthony Tindall mit dem Touchdown. 23 Yard Pass von Curry Lyles auf Anthony Tindall. Wahnsinn. So, extra Punktversuch. Bekanntes Personal, Florian Finke wird kicken. Etwas flacher diesmal, aber trotzdem gut. Ja. Marvin Schöne sucht, ist da relativ klar in seiner ersten Option. Das ist Ricky Smalling und kommt zum Touchdown. Der nächste Touchdown der Monarchs, in dem sich Ricky Smalling da ganz lang macht am Ende. Also Marvin Schöne kann auch Touchdowns. Sehr schön. Auf jeden Fall im Zusammenspiel mit Ricky Smalling, der durch seine individuelle Klasse da die letzten Yards macht nach Catch. Heute war es klar, er wird sicherlich von vornherein gesagt bekommen, dass er dran ist. Dann haben wir den Extrapunktversuch, der erfolgreich ist von Florian Finke. Und das macht natürlich was aus und wenn die Wideouts eben ihre Routen gut laufen, ist das trotzdem okay. Hier sieht man es, das ist genau der Punkt. Leon Otto kommt da von links, läuft sich in der Endzone frei und wenn Marvin Schöne ihn dann sieht und anspielen kann, dann ist es halt ein Touchdown. Also wenn ich mich nicht täusche, ist das tatsächlich eine, ja, war das jetzt eine Kombination aus der Monarchs Jugendarbeit, weil ich meine, die haben zusammen mit der Jugend gespielt, kann das sein? Das könnte durchaus hinhauen. So, extra Punktversuch wieder Florian Finke. Der sitzt auch, also der hat heute auch eine weiße Weste bis hierhin. Jetzt müssen sie nur exekuten, was ich hier sage. Genau, sie müssen sich jetzt belohnen für das, was sie bisher geleistet haben und das sieht gut aus. Das ist die Nummer 82 mit einem Touchdown. 22, dann ist es wieder Asan Moore. Schöner Snap, schön zügig nach hinten gesnappt und der Kick ist gut. Der hat eine weiße Weste, ausnahmslos über Extrapunktversuche. Die möchte er natürlich behalten. Läuft das sehr stark seitlich an. Macht er das immer so? Den Blickwinkel hatte ich so bisher noch gar nicht. Jetzt muss er ganz schön schaufeln. Aber sieht gut aus. Field Goal ist drin und damit die nächsten drei Punkte für die Monarchs auf dem Scoreboard. Diesmal sind es 25 Yard vom Versuch her. Oh, da war der Snap. Auch ein bisschen aber trotzdem gut. Ja. Zweiter und vier damit. Motion durch Nate Stewart. Aber der Ball geht tief und Simultaneous Catch, das wird wohl ein Touchdown sein, oder? Jawohl. Ja. Dass wir das auch noch gezeigt bekommen. Ein simultanes Fangen und dann kriegt ja immer der Offenspieler den Ball. Und in der Endzone ist das halt ein Touchdown. Ich finde es, wie gesagt, interessant, dass Bullock, der Starting Quarterback, hier auch der Holder ist. Der Snapball war ein bisschen schief gegangen und der Kick ist aber trotzdem gut. Sehr schön. Allerdings auch anfangs und über weite Strecken des Spiels noch deutlich weniger, als ich von den Comets erwartet hatte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Naja,
Auf der anderen Seite hatten die einen gebrauchten Tag. Sie waren nur mit 37 Mann hier. Es war schweineheiß.